Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Fische. Hintere den Deck, siebente Stäbe. Also die Nummer siebente Stäbe, interessante Energie. Also die Nummer sieben, eigentlich schon mal eine interessante Nummer. Ja, eine sehr spirituelle Nummer. Aber ja, es sieht schon so ein bisschen aus, wie du siehst, nächste Woche, ob man sich auf eine Defensive stellen möchte. Oder man möchte Abstand nehmen, Distanz halten oder wie. So eine Situation gibt es hier. Mit dieser siebten Stäbe, es kommt drauf an. Ja, also, es ist nicht unbedingt so kompliziert gerade. Also, drei der Schwerter und siebente Stäbe. Ja, ich denke tatsächlich, schau mal, ich habe ja eine interessante Situation hier auf dem Tisch, muss ich schon sagen. Ich habe schon hier eine interessante Situation tatsächlich. Und ja, ich denke, das hat natürlich mit einer Person zu tun. Eine Person, die sich mit dir kommunizieren wird, mit einer kleinen Nachricht. Du bekommst eine kleine Nachricht. Diese Person kennst du natürlich auch sehr gut. Und deine Reaktion oder die Reaktion hier von jemand ist, ich halte Distanz. Ja? Ich schütze mich, ich halte Distanz. Tja, das ist diese Energie, die ich hier sehe. Ist die ziemlich interessant. Also ich denke, eine Person ist gerade am Nachdenken. Eine Person hat hier etwas vor. Jemand denkt wirklich darüber nach, wie kann ich mich am besten jetzt näher zu ihr oder zu ihm näher kommen? Wie kann ich das am besten machen? Was soll ich jetzt sagen? Welche Ausrede in manchen Fällen ich, ja, also gerade sehe ich die Nummer 111 in meine Uhr, Fische. Und interessant ist, auf den Würfeln kam nämlich auch die Nummer 11. Also hier ist die Nummer 11, Sternzeichen Steinbock. Ja. Okay, wie gesagt, eine Person und überhaupt, eine Person schaut auch oft sein Handy oder ja, um zu sehen, ob man eine Nachricht jetzt bekommen hat oder nicht. Oder eine Person ist hier sehr stark am Nachdenken und hat etwas vor. Und das wird sich nächste Woche natürlich zeigen. Ja, das wird sich nächste Woche zeigen. Interessante Sache habe ich gerade hier. Schau mal bitte jetzt, Fische. Schau mal, weil das ist was für interessant. Es gibt nicht, schau mal, ein Puppe der Münzen, die Hohepriesterin und eine Puppe der Kelche. Interessant, gerade für mich so auf der Schnelle, gestern bei Sternzeichen Löwe kam auch die Hohepriesterin in die gleiche Stellung wie bei dir. Das ist jetzt nur so nebenbei gesagt. In manchen Fällen hast du mit Sternzeichen Löwe, gibt es eine Synchronisierung oder so, oder in manchen Fällen gar nichts. Aber wie es sei, also wie gesagt, gestern bei Sternzeichen Löwe kam nämlich auch die Hohepriesterin in der Mitte. Sternzeichen Fische ist hier zu sehen. Eine Puppe der Münzen, Puppe der Kelche. Also du siehst, ich habe hier mit Puppen zu tun. Klar, ist das jetzt vielleicht doch für dich ein Kind? Es könnte für dich mit einem Kind ein Kind sein, weil das ist jetzt für uns alle verschieden. Es muss nicht immer für einen Wunschpartner reden. Was sicher ist, ist, dass entweder die Person mit dir einen Altersunterschied hat oder sonst die Person zeigt sich hier sehr unreif. Sehr unreif, ja. Ja, also was sicher.
Diese Person hier, kann ich dir jetzt so wirklich sicher sagen, kann dir nur ein bisschen anbieten. Also die Person hier kann nur dir wirklich tatsächlich nur ein bisschen anbieten. Warum? Tja, die Möglichkeiten sind jetzt verschieden. Ja, also vorerst, Fische, ich habe hier sogar mit einem Geheimnis zu tun. Die Hohepriesterin in Wirklichkeit, okay, spricht natürlich sehr viel für deine Energie, es ist wahr. Sternzeichen Fische wie du, sehr präsent sogar auf dem Tisch, Sternzeichen Fische. Aber hier im Prinzip könnte man sogar ein Geheimnis sehen. Oder über diese Situation wird nicht gesprochen, aus irgendeinem Grund. So eine Situation gibt es hier auch. Keine Kommunikation, das sieht man nämlich auch. Also eine Person, die sich zurückzieht, sehr privat für sich ist. Eine Person schon mit einer natürlich sehr viel Erfahrung. Ich habe, ja, also schau mal bitte die Unterschiede hier. Das hier ist wie Tag und Nacht. Tag und Nacht. Wie gesagt, also die Hohepriesterin ist in einem spirituellen Weg, ist eine sehr spirituelle Energie. Diese Puppe der Münzen? Nein, gar nichts. Denkt nicht mal daran. Ja? Also das alles, was diese Person hier schon hinter sich hat, kann sich diese Person hier gar nicht vorstellen und denkt nicht mal daran. Also es gibt hier keinen Balance zwischen diesen beiden Energien. Gar keinen Balance. Ja, was die eine schon hinter sich hat, hat die andere Person noch vor sich und das ist hier nicht unbedingt balanciert. Es ist kompliziert, sage ich dir ganz ehrlich. Außer, dass man hier sogar mit Altersunterschied reden könnte. Und ich meine, wir reden über alles hier. Wir reden über Geld, wir reden über Erfahrung, wir reden über Reife, wir reden über Weisheit, wir reden über alles. Es ist deswegen, entweder ist das hier ein Kind für dich oder sonst ist doch schon eine komplizierte Energie hier. Das muss ich dir schon sagen. Ne? Ich meine, aber was soll ich dir jetzt sagen? Fische, das brauche ich dir gar nicht zu sagen, denn das weißt du nämlich auch. Also die Hohepriesterin weiß ja alles. Wir reden hier über eine Hexe. Und das egal, ob du Frau oder Mann bist. Egal, ob du Frau oder Mann bist. Ja. Also, ich meine, das weißt du ja, weil das ist deine Energie. Ich meine, ich bilde mir jetzt hier nicht ein. Du stellst dich tatsächlich auf eine Defensive. Einen Grund gibt es hier schon. Ich werde dir schon sagen, ob ein Grund gibt oder nicht. Also drei der Schwerter. Dass du hier sogar für eine Gruppe in eine Dreierbeziehung warst, und du es nicht mal wusstest, tja, da kann ich mir sogar sicher sein. Da kann ich mir sogar sicher sein, dass du im Geheimnis geblieben bist. Sogar die Person, die ja auch gesagt hat, können wir es hier im Geheimnis lassen. Und du es nicht mal wusstest, dass eine dritte Person da war. Das kann ich mir schon denken, ja. Wäre eine Möglichkeit. Ich sage dir nächste Woche oder sogar dieses Wochenende schon mal, bekommst du eine Nachricht, eine kleine Nachricht, so ungefähr, was machst du? Und so weiter. Eine kleine Nachricht, so eine, ja. Und so sieht es nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Dass ich hier mit einer dritten Person zu tun haben kann, ja. Dass vielleicht diese Person jetzt wieder frei ist und weil die Person jetzt frei ist oder nicht geklappt hat, kommt jetzt zu dir, ja. Dass du eine Option mehr für die Person bist. Tja, tatsächlich. Die Person hier zeigt sich schon wie eine liebe Person. Also das, es gibt, ich meine, Fische, ich habe vorerst hier auch mehrere Energien. Also das siehst du ja. Ich habe hier einen Puppe der Münzen und einen Puppe der Kelche. Dass das in manchen Fällen die gleiche Person sein könnte, ja, in manchen Fällen ja. Aber in manchen Fällen auch nicht. Also, es kommt drauf an. Also, hier habe ich jetzt drei Energien. Du bist die Hohepriesterin, es ist ja klar. Die Legung kann sich spiegeln, ja, für die Crosswatchers, ja. Es kann sich natürlich auch spiegeln. Und diese Hohepriesterin spricht mehr für euch, ja. Also, von da aus ist verschieden. Ich hole mir mehrere Karten, Fische. Deine Legung ist sehr, sehr interessant.
Ich habe hier Wasserelement wie du, sehr präsent. Sternzeichen Krebs, Fische oder Skorpion, bei dir sehr präsent. Natürlich Münzen. Steinbock, Jungfrau und Stier habe ich bei dir nämlich auch. Ja. Gefolgte. Ja. Nee, nee, kein Zweifel hier. Also, zehnte Kelche, eine schöne Energie hinter dem Deck, zehnte Kelche. Aber schau mal, was ich jetzt hier in der Mitte habe. Es gibt hier einen großen Unterschied zwischen zwei Personen. Mehrere Unterschiede. Große Unterschiede. Und Fische, man sieht hier viele Buben. Ne? Schau mal, in der Mitte habe ich 10 Schwerter. 10 Schwerter in der Mitte, Fische. Also, du hast es gesehen, 10 Schwerter, 3 Schwerter. Hier können wir über alles reden, über alles Mögliche. Das hier kann sogar mit einer Erniedrigung zu tun haben. Ja, eine Erniedrigung. Es kann sogar mit einem, ja, einen Treubruch, natürlich. Eine Dreierbeziehung. Mehrere Enttäuschungen. Also, es gibt hier eine Situation, die man eigentlich, wo man sagt, mit mir nicht mehr. So einfach wie das. Ja. Schau mal bitte, ich habe nämlich hier 8 Schwerter, 10 Schwerter und einen Puppe der Kelche. Ich denke, diese Puppe der Kelche hier, ich denke, die Legung kann sich ja spiegeln. Ja, es ist verschieden für uns alle. Ja, in manchen Fällen spricht das hier sogar für deine Energie. Könnte sogar möglich sein, dass wir hier mit einer Person jetzt zu tun haben, die schon hinter sich eine komplizierte Zeit hat. Ich rede schon über einen Zyklus hinter sich hat. Ja, und es gibt hier eine Heilung. Also man könnte hier zum Beispiel jetzt, Fische, sagen, ich bin jetzt für einen neuen Zyklus vorbereitet. Ich bin für was Neues vorbereitet. Ich habe eine komplizierte Zeit hinter mir und ich möchte was Neues anfangen. Ja, also, Fische, diese Puppe der Kelche spricht sehr, sehr viel für deine Energie, für Sternzeichen Fische tatsächlich. Sternzeichen Fische ist gerade bei dir auf dem Tisch, ist stark, stark präsent. Warum spricht diese Energie für dich? Weil hier haben wir mit einer Person, die auch sehr naiv sein kann. Ich weiß nicht, wie du das für dich jetzt so empfindest, aber das ist normal. Die Sternzeichen Fische pflegen auch so etwas naiv zu sein oder ja, und natürlich sehr lieb zu sein. Liebe Menschen, die Liebe ist das Wichtigste für Sternzeichen Fische. Nicht nur in der Kindheit, sondern für immer. Also die Liebe ist sehr wichtig. Das ist eine liebe Energie hier. Eine sehr liebe Person habe ich hier schon. Das ist deine Energie. Ich würde sagen, ja. Die Crosswatchers werden jetzt sagen, nein, auf keinen Fall. Das ist bestimmt auch so. Also das glaube ich denen auch. Weil nicht alle Sternzeichenfische sich in der gleichen Zeit bewegen oder das gleiche Leben haben oder überhaupt. Ich sage dir halt so, wie ich das empfinde gerade. Ja. Und ja. Die Tatsache ist, dass man hier eine komplizierte Zeit hinter sich hat. Mehrere Enttäuschungen und überhaupt und so weiter und so weiter. Also es gibt hier so eine Situation. Deine Gefühle sind trotzdem jetzt wieder da. Also ich meine jetzt, das heißt aber für dich nicht, dass du nicht die Liebe in deinem Leben nicht möchtest. Das heißt für dich nicht, dass du die Liebe aufgibst. Nein, du möchtest dich wieder verlieben. Du möchtest die Liebe in deinem Leben natürlich. Du bist vorbereitet, würde ich schon sagen. Du hast einen Zyklus hinter dir, aber du bist für die Liebe doch immer wieder offen eigentlich.
Natürlich nicht für die Vergangenheit, ja. Also Menschen, die dir in irgendeiner Weise wehgetan haben, enttäuscht haben, verletzt haben und wie auch immer, mit diesen Menschen wirst du natürlich nichts mehr zu tun haben. Sollte hier ein Sternzeichen Fische, die doch das noch möchte, das ist halt so und ja. Aber was ich denke ist, die meisten Sternzeichen Fische möchten mit einer bestimmten Vergangenheit, mit einer Vergangenheit nichts mehr zu tun haben. Menschen, die denen enttäuscht haben, verletzt haben, gelogen haben, egal welche Gründe da sind, egal welche Ausrede, wenn eine Lüge kam, wenn eine dritte Person da war, wenn man nicht ehrlich war, wenn man zu dir nicht gestanden hat, wenn man, ja, also diese ganzen Menschen haben bei dir keine Chance mehr. Und ich würde sogar wirklich mich trauen zu sagen, egal welche Ausrede da jetzt kommt, ich befürchte, es ist kompliziert, aber es ist so, weil es gibt manche Sachen, die man hier nicht mehr reparieren kann. Denn schau mal bitte jetzt hier, Fische, die Karte der Narr, 10 der Schwerter und eine Königin der Schwerter, Luftelement, Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage. Aber diese 10 der Schwerter siehst du ja in der Mitte. Eine, also du bist für mich, bist du auch diese Königin der Schwerter. Also du stellst dich schon auf eine Defensive mit einer oder mehrere Personen. Es muss nicht mal eine Person allein sein. Es kann sogar ja, mehrere Personen sein. Es kann sogar mit deiner Familie zu tun haben. Es kann mit manchen sogenannten Freunden. Es kann, ja, also natürlich mit Wunschpartner, wir verstehen uns, ja. Also du stellst dich schon hier auf eine Defensive. Und da, ich habe mehrere Karten hier. Also ich habe nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Karten, die, und 7 Karten, die für eine Defensive reden könnten. Also ich stelle mich tatsächlich quer. Ich weiß ganz genau, ich habe einen klaren Kopf und ich weiß ganz genau, was ich in meinem Leben nicht mehr möchte. Die Intuition ist bei dir sehr stark, Fische. Also du bist hier natürlich eine Hexe. Warum? Weil du spürst, du spürst, ja. Und das ist, was für dich gilt jetzt. Das, was du spürst, das ist, was gilt für dich. Ja. Der Rest gilt nicht mehr. Es gelten keine Worte mehr. Es ist egal, mit welchen Worten man bei dir ankommt oder mit welchen Ausreden, mit welchen schönen Sätzen. Also bei dir gilt das gar nichts mehr. Du spürst und nur Taten haben hier, ja. Schau mal, 7 der Stäbe nochmals, Königin der Schwerter und der Puppe der Kelche. Du siehst ja die Defensive hier. Aber eine klare Defensive. Ja, total. 7 der Stäbe zeigt sich zweimal bei dir. Du hast einen klaren Kopf, Fische. Du weißt schon, was du nicht mehr möchtest. Ja? Fische, solltest du mit einer neuen Person zu tun haben, zum Beispiel jetzt, dass ich sage, ja, mit einer bestimmten Menschen möchtest du tatsächlich nicht mehr haben, nicht mehr zu tun haben, ja? Aber es kann möglich sein, dass ich hier auch jetzt eine neue Person sehe. Denn die Puppen deuten auch auf neue Energien. Ja? Kommunikation sehe ich hier. Trotzdem stellst du dich auf eine Defensive. Weil klar, du weißt ja, du bist die Hohepriesterin, du bist die Königin der Schwerter. Du hast einen komplizierten Zyklus hinter dir. Was heißt das für dich? Du bist geschieden. Du hast eine Trennung hinter dir. Du bist Witwe. Ja? Du hast schon eine komplizierte Zeit. Du bist jetzt sehr lang allein. Ich sehe hier eine Person, die jetzt sehr lang allein ist, sehr spirituell ist. Ja? Und für sich privat ist. Mehrere Optionen sind, ja? Also ich sehe hier mehrere Optionen. Trotzdem, du bleibst in deiner Mitte. Du musst dir sicher sein, bevor du hier was machst. Ja?
Schau mal jetzt bitte von meinen Fische, von meinen Karten. Du weißt ja, ich habe Karten zusammengebastelt. Kam für dich diese Person hier? Okay, ich weiß nicht, ob du in dieser Karte was Interessantes sehen kannst. Also, die Person hat einen Ring, trägt einen Ring. Was heißt das? Diese Person ist vergeben. Also, es ist ja klar, oder? Wenn ich einen Ring trage, okay, nicht wie bei mir. Also, aber zum Beispiel, wenn man hier jetzt, wenn diese Person, schau mal bitte, diese Person an, ja, so eine hübsche Person, diese Person trägt tatsächlich einen Ring, aber einen Verlobungsring, einen Verlobungsring. Diese Person ist verheiratet. Dieses Bild kam jetzt für dich, von denen, die ich jetzt gebastelt habe. Zusammen mit der hier kam dieses hier. Das ist jetzt ein Foto für mich. Ein Foto. Das heißt, wenn du mit einer Person zu tun hattest, einer Person, die verheiratet war oder in einer Beziehung war, und diese Person von dir Fotos hat, diese Person schaut sich deine Fotos an. Es ist egal jetzt, ob du Frau oder Mann bist. Es kann sich ja, ja, wir wissen ja, wir reden nur über Energien. Diese Person raucht, also es gibt hier eine Person, die raucht oder du rauchst. In manchen Fällen eine von beiden raucht und die andere Person nicht. Ja, das meine ich jetzt. Also, weil sonst würde das keinen Sinn haben, dass man hier dieses Rauchen sieht. Also, eine Person raucht hier. Eine Person ist in einer Beziehung oder war eine dritte Person oder sogar ist verheiratet gewesen, die Person. Du wusstest das nicht. Du wusstest das eigentlich nicht. Weil die Person dich im Geheimnis behalten wollte. Du wusstest das gar nicht. Du hast das natürlich, die Wahrheit ist rausgekommen, das ist schon wahr. Die Wahrheit ist schon ans Licht gekommen, aber du wusstest das gar nicht. Ja? Und mit der Person wirst du natürlich nicht mehr zu tun haben. Das ist das Problem jetzt. Ne? Weil egal wie die Anziehung da oder wie die Gefühle da waren, diese Person hat schon vieles jetzt kaputt gemacht. Oder wie macht man das wieder? Wie macht man das wieder hier gut? Das wäre die Frage. Wie macht man das hier wieder gut? Keine Ahnung. Diese Person zeigt hier eine starke Anziehung, ja. Es gibt hier eine Person, die dich beobachtet, die im Schatten ist, sich nicht kommuniziert und eine starke Anziehung für dich zeigt. Hinter dem Deck, schau mal bitte jetzt hier, hinter dem Deck war diese Karte. Das ist Bruce Willis. Bruce Willis, vielleicht hast du doch mit einer Person zu tun, Fische, die bekannt ist, berühmt ist, ja? Vielleicht hast du doch auch mit Bruce Willis zu tun, keine Ahnung, ich glaube nicht, ja? Könnte möglich sein, aber weißt du, Bruce Willis ist ja Sternzeichen Fische. Das finde ich wieder mal interessant. In manchen Fällen, die Person, mit der du zu tun hast, oder sieht so ein bisschen aus, also hat keine Haare, ist also eine Person über 50, 40, 50. Ist eine Person, die berühmt ist? Ja? Keine Ahnung. Also ich zeige es dir nur, weil es ist interessant gewesen jetzt. Also ich meine, das ist ehrlich gesagt auch eine von meinen Lieblingsschauspielern, ja. Also, und wie gesagt, Sternzeichen Fische, einfach nur so nebenbei gesagt. Ich sehe hier mehrere Sachen bei dir, Fische. Ich sehe natürlich auch eine Person wie du. Eine Person wie du, die genau auch einen Zyklus wie du hinter sich hat. Und diese Person beobachtet auch. Also jemand beobachtet hier eine andere Person. Sogar ich sehe jemand, der unter einem falschen Kontakt sich mit dir verbindet. Ja, also die Person möchte nicht erkannt werden und tut sich unter einem falschen Kontakt, entweder Instagram oder sich mit dir in Verbindung setzen. Ja. Augenblick bitte, Fische.
Starke Legung, oder? Ich meine, viele Schwerter hier. Drei der Schwerter, zehn der Schwerter, acht der Schwerter. Königin der Schwerter, Luftelement auf jeden Fall bei dir. Wassermann, Waage, Zwilling. Das ist schon mal sicher. Und dann Feuerelement ist auch zu sehen, aber überhaupt, wie du, Wasserelement, wie du sehr, sehr stark präsent. Ich zeige dir gleich jetzt eine Sache. Kommt Kommunikation auf jeden Fall. Und das soll schnell gehen, ne? Fische, vielleicht jetzt gleich. Weil du weißt ja, wie das ist. Die Legung ist ja für kommende Woche. Aber manchmal, das ist nicht so festgelegt. Weil das Universum kennt ja nicht von Zeiten. Das ist eine Sache von Menschen. Also die Zeit existiert am Ende nicht. Diese Gegenwart ist nicht jetzt auf die Sekunde gemeint. Die Gegenwart kann sich um eine Woche vorher oder eine Woche danach drehen. Ja? Also das ist immer so eine Sache. Das muss man... Man muss flexibel da sein und es kommt aber schnelle Kommunikation. Ja? Wow. Wow, qué fuerte, du. Zehn der Münzen, ja. Also, schau mal bitte, ich habe die Puppe jetzt hier, Clara jetzt bekommen wollen und kam zwei großen Arkana. Der Magier und der Gehängte. Der Gehängte, Sternzeichen Fische, nochmals, also Sternzeichen Fische bei dir sehr präsent. Sogar Bruce Willis ist hier auf dem Tisch. Ja? Und der Magier, Sternzeichen Jungfrau, Zwilling. Ich sehe hier eine Person, die mit dir gar keinen Kontakt hatte, einen Stillstand, gar keine Kommunikation. Ich spüre hier eine Person, die auch so wie du ist, so ein bisschen, ja. Diese Spiritualität ist hier sehr stark präsent. In manchen Fällen gibt es hier auch Altersunterschiede. Ich rede hier über einen neuen Zyklus. Ich rede hier über einen neuen Zyklus. Ja, jemand manifestiert hier sehr stark mit den Gedanken. Jemand möchte hier Veränderungen. Man möchte Veränderungen in dieser Situation. Man manifestiert sehr stark mit den Gedanken. Ich sehe hier eine Person, die einen ernsten Kompromiss möchte. Das wirst du spüren, fühlen müssen, Fische. Lass dich durch Sternzeichen nicht beeinflussen. Und du musst spüren, wenn eine Person mit der Wahrheit kommt, mit dem Herz dabei ist. Das musst du spüren. Es gibt da keine Regeln, keine Normen. Also man fühlt das oder man fühlt das nicht. Es ist da oder gar nicht. Und es gibt hier so eine Person. Ich sehe hier einen neuen Zyklus. Eine Person, die doch vorbereitet ist für was Ernstes. Ja? Und ich würde sagen, Fische, ich rede hier über eine Person wie du, mit einem gleichen komplizierten Zyklus wie du. Ja. Schau mal, ich will dir nur kurz was zeigen. Von diesem Deck kam für dich nämlich, widme dich den Details, abnehmender Halbmond in der Jungfrau. Also hier habe ich Jungfrau, auf dem Würfeln kam Steinbock, Jungfrau und hinter dem Deck kam Stier. Ich habe Erde-Element bei dir sehr stark. Entgifte dich. Entgifte dich. Wow, 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 Fische. Das ist eine starke Energie, weil Sternzeichen Fische, ich meine, okay, ich glaube nicht, dass das nur jetzt mit Sternzeichen Fische zu tun hat, wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht unbedingt, aber Sternzeichen Fische doch auch hat oft mit manchen Suchtverhalten zu tun. Egal, ob das jetzt Zigaretten sind, also Rauchen ist, Alkohol, Sex, Drogen, ja, also Sternzeichen Fische hat manche solche negative Gewohnheiten. Redet nicht für alle, nein, weil es kommt drauf an, welche in unserem astrologischen Chart, welche Sternzeichen da noch auch sind. Aber ja, einen Einfluss ist schon da. Ja, manchmal bei Sternzeichen Fische ist diese Situation. Ich finde diese Karte von Entgifte dich ist sehr passend. Sehr, sehr passend. Ja? Also in manchen Fällen, ja,
Abstinenz, egal in welcher Art und Weise, tatsächlich. Ich denke, und nicht nur wie nochmals für Sternzeichenfische, sondern man sollte wirklich in diesen Abstinenz kommen. Es ist sehr, sehr heilend, ja, also in diese Abstinenz zu kommen, egal über was ich hier rede, wirklich, egal worüber. Ja, das ist sehr wichtig, in diesen also dass man sich zurückzieht, für sich ist und in diesen Abstinenz kommt, damit man sich auch entgiften kann. Man entgiftet sich tatsächlich nur, wenn man sich in diese Abstinenz bleibt, tatsächlich. Egal, worüber wir jetzt reden. Und wenn man sagt, ja, es ist so kompliziert, ja, ich weiß, aber den Willen muss da sein. Ja, und das ist einfach so. Entweder will ich das oder will ich das nicht. Und wenn ich das will, ich kann das. Egal, wie kompliziert das ist, ja. Ich meine, Fische, das ist, was ich hier jetzt habe. Das ist, was ich hier habe. Und du wirst mir schon erzählen. Ist das für dich jetzt ein Kind? Kann auch sein. Einen Bruder, eine Schwester, Cousin. Es kommt drauf an. Weil es muss nicht immer für einen Wunschpartner reden. Ich weiß nur, dass du dich hier doch auf eine Defensive stellen wirst. Und das ist schon mal sicher. Ja, das ist schon mal sicher. Zumindest zu einer bestimmten Person. Aber ich sehe hier, wie ich dir gesagt habe, nicht nur eine Person. Und du wirst unterscheiden müssen. Du musst jetzt unterscheiden, was ist was. Also was ist für dich gut, was nicht. Was willst du in deinem Leben und was nicht. Nur du kannst das jetzt machen. Mit deiner Erfahrung, mit deiner Weisheit, weißt du schon, was du in deinem Leben möchtest und nicht mehr. Und das wirst du machen können, das sage ich dir aber auch. Das wirst du schon machen können. Also Fische, das ist die Energie. Ich meine, Puppe de Kelche. Puppe de Kelche und ich rede über eine sehr positive Energie in dem Fall jetzt hier. Ich sehe was Neues hier. Ich sehe was Neues. Eine Vergangenheit sieht man auch, aber was Neues auch. Weil in manchen Fällen könnte man hier sogar, ja, über einen Ex reden, das haben wir ja gesehen, ja, dass diese Person sich mit dir wieder ja, kommunizieren möchte und reden will und so weiter und sich versöhnen möchte sogar. Aber wie gesagt, ja, es gibt manche Sachen, die nicht mehr möglich sind. Also Fische, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, Dankeschön und bis bald, ja? Tschüss.